Zeit damals auch umbenannt hat in Arbeitsgemeinschaft für Wehrdienstverweigerung. Und wir haben anlässlich dieser Volksbefragung ebenfalls ein Veteranentreffen abgehalten und haben dort einmal geschaut, ja, wie kann man sich als Wehrdienstverweigerer, als Antimilitarist zu dieser Fragestellung verhalten. Wir haben das sehr intensiv diskutiert und sind letztendlich auf keinen grünen Zweig gekommen. Also das ist nicht nur bei den Grünen so, dass das heftig diskutiert war, sondern das war durchaus bei uns auch umstritten. Die Mehrheitsposition war allerdings die, dass wir gesagt haben, das, was diese Fragestellung ermöglicht, die wir uns nicht ausgesucht haben, diese Fragestellung ist ja nicht zustande gekommen aufgrund einer breiten antimilitaristischen Bewegung, die das Militär so in Frage gestellt hätte, dass die Regierung jetzt fragen muss, wollen wir es oder wollen wir es nicht, sondern in Wahrheit ist diese Fragestellung zustande gekommen aus allerlei politischen Überlegungen der Koalitionsparteien, aber sicher nicht getrieben davon, das Bundesheer in Frage zu stellen. Und im Lichte dieser uns aufgezwungenen Fragestellung haben wir angesichts unserer Erfahrungen mit Militärdienst und auch Zivildienst gesagt, wir wollen gegen die Wehrpflicht stimmen. Das ist ausdrücklich auch nicht der Fall, aber implizit natürlich, und ich sage das jetzt für mich, mit zugehaltener Nase hingehen und fürs Berufsheer votieren, weil das implizit die Abschaffung der Wehrpflicht mit sich bringt. Was sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben und auf die wir rekurrieren? Das sind, ich glaube, das muss man in die Diskussion einbringen. Was bedeutet denn der Wehrdienstzwang? Der Wehrdienstzwang ist erstens in der Verfassung festgeschrieben und zweitens durch Militärstrafgesetz und Zivildienstgesetz mit drakonischen Haftstrafen abgesichert. Das heißt, wer heute einen Einberufungsbefehl nicht Folge leistet, wird bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Wer desertiert, wird bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Wer den Zivildienst nicht antritt, wird bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr. Und das sind nicht theoretische Dinge, sondern das sind Freiheitsstrafen oder Strafdrohungen, die in den letzten circa 10 Jahren, was das Militärstrafgesetz betrifft, 1000 Verurteilungen nach sich gezogen haben, während im Zivildienstbereich 100 entsprechende Verurteilungen aus der Kriminalstatistik zu ersehen sind. Das heißt, das hat eine Realität, dieser Wehrdienstzwang, und für uns ist es, ehrlich gesagt, eine schlicht taktische Entscheidung zu sagen, es besteht die Möglichkeit, diesen Wehrdienstzwang abzuschaffen, was nicht hintanhalten soll, dass wir weiter für die Abschaffung des Bundesheeres arbeiten wollen. Ich glaube, man muss auch klar sagen, was heißt denn Wehrdienstzwang abschaffen? Und ich glaube, das wäre auch Aufgabe schon vor der Volksbefragung, das auch klar unter die Leute zu bringen. Das muss eine klare Entscheidung sein gegen die allgemeine Wehrpflicht, und das bedeutet Änderung der Bundesverfassung, das Artikel 9a der Bundesverfassung, in dem die umfassende Landesverteidigung festgelegt ist und wo es dann heißt, dass alle männlichen Staatsbürger wehrpflichtig sind. Es wäre sozusagen eine Scheinlösung, wenn man unter Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht nur verstehen würde, dass kommende Jahrgänge halt einfach nicht eingerufen werden. Das ist nicht Abschaffung der Wehrpflicht.
Und an diesem Faktum setzt jetzt unser unsere taktische Überlegung auch an. Ich befürchte eines, wenn es eine Mehrheit gibt für die Wehrpflicht, dann ist die Diskussion um die Sinnhaftigkeit von Militär in Österreich auf Jahre zu Ende. Und auch eine Diskussion natürlich über die Frage dieses Zwangssystems. Weil es einfacher ist, einfach nichts zu tun. Und das ist die Reaktion der Großparteien, wenn das ausgeht mit einer Mehrheit für die Wehrpflicht. Wenn dagegen eine Mehrheit fürs Berufsheer ist, dann ist sozusagen das Korn des Streites weitergegeben, weil ich gehe nicht davon aus, dass die ÖVP mit der SPÖ gemeinsam jetzt die Bundesverfassung ändern wird. Und das ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Wenn die ÖVP das nicht tut, dann wieder ein rein taktisches Kalkül, wird vermutlich diese Frage in einen Wahlkampf hineingezogen und das bietet noch sehr viele Möglichkeiten für Bewusstseinsarbeit, so wie heute Abend, das nächste halbe, dreiviertel Jahr lang. Und ich glaube, dass das sozusagen mehr Ansatzpunkt für Antimilitarismus in die Bevölkerung zu bringen ist, als am 20.01. mit einer Mehrheit für die Wehrpflicht die Diskussion zu beenden. Zeit habe ich gestohlen, aber bei einem Menschen, der würdig ist von mir bestimmt, ich würde genießen, stimme an. Und weil der Mensch kein Mensch noch ist, drum muss er Waffen schmieden. Weil er braucht doch Lohn dafür, den Bauch satt zu kriegen. Da stimmt doch etwas nicht an diesem Scheißsystem, wenn wir töten helfen müssen, um davon zu leben. Da stimmt doch etwas nicht an diesem Scheißsystem, wenn wir töten helfen müssen, um davon zu leben. Arbeitsplätze heißt der Kampf, die Krise zeigt die Zähne. Und der ÖGB macht Dampf, wo gehobelt wird, da fliegen Späne. Da stimmt doch etwas nicht an diesem Scheißsystem, wenn wir töten helfen müssen, um davon zu leben. Ach so, freie Marktwirtschaft, die macht sich von uns frei. Du verkaufst nicht nur die Arbeitskraft, du verkaufst dich selber dabei. Da stimmt doch etwas nicht an diesem Scheißsystem, wenn wir töten helfen müssen, um davon zu leben. Eine Frage drängt sich auf, wieso gibt's denn da ein Problem? Wenn sich die Räder der Kanonenfabrik nicht mehr länger drehen, wird uns Sauerdamm der Wein oder stürzt uns die Häuser ein oder wird auf einmal weniger Essen produziert? Warum ist es so wichtig, dass da wer krepiert? Da stimmt doch etwas nicht an diesem Scheißsystem, wenn wir töten helfen müssen, um davon zu leben. Na, wie das Lied entstanden ist, da hat es bei Steyr eine Demonstration gegeben, weil die Panzer hätten nach Chile transportiert werden sollen, verkauft werden sollen. Und das ist verhindert worden, obwohl der Betriebsrat und die Polizei die Demonstranten bespuckt, beschimpft und auch hingehauen hat. Sie
sie sind dann nach Argentinien gegangen. Chile war damals so nebenbei mit Argentinien Kriegszustand, also so viel zur Realisierung und zur Neutralität. Nach Chile gehen die Panzer nicht, doch drängt das Marktgesetz. Die Panzer werden umgelenkt und woanders in Argentinien eingesetzt. Da stimmt doch etwas nicht an diesem Scheißsystem, wenn wir töten helfen müssen, um davor zu leben. Da stimmt doch etwas nicht an diesem Scheißsystem, wenn wir töten helfen müssen, um davor zu leben.